Bettina Sturm von Respekt Herr Specht, Erfolgsrezepte für Food- und Gastro-Startups. Heute bin ich in Hamburg unterwegs. Gleich werde ich Viktoria Ljubeck, die Chefin vom Black Delight Café, interviewen. Ich freue mich riesig drauf. Viktoria hat 2012 die Schlüsselübergabe hier gehabt und nur 2 Monate Zeit gehabt, um das Café zu eröffnen. Ich lade euch ein. Viel Spaß. Ich zeige euch gleich, wie es hier aussieht. An unserem Café ist natürlich, dass wir sehr guten Kaffee verwenden aus einer ganz kleinen Rösterei, manchmal auch mit einer Gaströsterei arbeiten. Sehr, sehr ausgewählter Kaffee, sehr hochwertiger Kaffee. Und wir natürlich versuchen immer, das bestmögliche Produkt hinterher an den Kunden zu bringen. Sie hat sich auch für wichtigen Punkte, nämlich Businessplan, Finanzierung, einen Gastrocoach an die Seite geholt, der sie dabei unterstützt hat, schnell einen Kredit zu bekommen und auf der anderen Seite von Anfang an richtige Kalkulationen des Wareneinsatzes zu machen. Julia, was ist dein ultimativer Tipp in einem Kaffeegründer? Also ganz wichtig ist, dass ihr euch als allererst die Leute mit ins Boot holt, die wichtig sind. Also keine Angst davor haben, die Behörden direkt anzusprechen. Geht auf die Leute zu, fragt die, die sind total hilfsbereit. Im Vorfeld, im Nachhinein vielleicht nicht mehr so nett, wenn ihr sie nicht mit ins Boot holt. Also holt euch Hilfe, egal an welchem Ort und an welcher Stelle. Sturm von Respekt Herr Specht, Erfolgsrezept.